Hi Freunde, heute sind wir natürlich wieder bei uns hier auf dem Hof und wir haben hier eingeladen. Wir haben heute Tag der offenen Tür, es sind ganz viele Leute gekommen und jetzt geht der Kompressor an und wir zeigen, wie wir produzieren und wir zeigen, wo unser Rohstoff herkommt. Wir haben Schafe hier, wir haben Wolle hier und wie das genau aussieht, worauf man sich also sozusagen einstellen darf, wenn man zu unserem Tag der offenen Tür kommt, das seht ihr im folgenden Video. Das ist also ein Vlies vom grauwolligen pommerschen Landschaf. Das grauwollige pommersche Landschaf ist eine uralte Landschafrasse, sagen wir. Denn Landschaften, die gepflegt werden, sind immer Biosphärenreservate, Naturparks. Und das sind oft Standorte, auf denen keine Landwirtschaft betrieben werden kann, wie zum Beispiel Moore. Und leisten einen Beitrag nicht nur für die Artenvielfalt, sondern auch für unser Klima. Ich gebe jetzt mal sozusagen euch rum hier mal so Teile davon, damit ihr mal anfassen könnt. Vater kommt durch. Alles klar. So, okay, was sehen wir jetzt? Was sieht das sachkundige Auge, wenn es hier drauf guckt? Also hier unten sozusagen ist mal die Haut gewesen, nicht wahr? Von hier ist das also rausgewachsen, die Wolle. Und jetzt kann man erkennen, dass hier unten ist so eine schöne stahlgraue Farbe, hat das Material, nicht wahr? Eine schöne stahlgraue Farbe. Und je weiter man nach außen kommt, desto mehr wird das so ein bisschen bräunlich. Wir sagen dazu braunen Anflug. Denn das Pommernschaf kommt schwarz auf die Welt, die Lämmer sind schwarz. Und das Pommernschaf wird heller über sein Leben hinweg. Warum sind die Lämmer schwarz? Weil sie im Februar geboren werden. Auf der Weide, manchmal im Schnee. Und sie sind deswegen schwarz, weil sie eine höhere Überlebenschance haben, wenn sie so viel von der Lichtenergie, also von der thermischen Energie der Sonne, die ja nicht besonders stark ist im Februar, aber wenn sie da so viel wie möglich eben tatsächlich absorbieren und eben an ihren Körper bekommen. Deswegen sind die Lämmer schwarz. Das ist ein einfacher, natürlicher Mechanismus. Okay? Mal auf die Türe hier. Jetzt gucken wir mal. Der richtigen Auswahl der Faser, des Know-hows und so weiter, können wir Materialien herstellen, die so langlebig sind und so formstabil, dass man also damit Leder substituieren kann. Wolle bietet sich dort an. Ist nicht vegan, aber ist schon mal ein Schritt besser. Das Tier hat nicht sterben müssen sozusagen. Das ist der Gedanke. Okay. So, was wir jetzt hier gerade produzieren, sind Bettwaren. Also wir haben sowohl für den Winter als auch für den Sommer eine Bettdecke in unserem Sortiment, die also gefüllt ist nicht mit irgendwie Daune oder einer Polyesterwatte, sondern mit Schurwolle. Genau. Ja, also genau, das Material, die Steppmaschine fährt jetzt also sozusagen das ab. Diese Steppen, warum macht man das überhaupt? Das ist im Wesentlichen deswegen machen wir das, damit beim Waschen, wenn Sie also diese Bettdecke waschen, damit die Wattierung nicht klumpt und in der Bettdecke sozusagen verrutscht. Deswegen steppen wir das eigentlich nur ein bisschen ab. Nach dem Zuschneiden weiter, das würde ich Ihnen jetzt oben zeigen. Ich gehe vor und Sie würden mir folgen. Einverstanden? Immer rein in die gute Stube. Sie müssen nachrücken hier. Kommen Sie nah an mich ran, weil da kommen ja noch einige nach. Das ist eigentlich unsere Näherei. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu sehen, aber der Vollständigkeit halber wollte ich es Ihnen halt gerne zeigen, weil es gibt ja nicht mehr viel manufakturartige oder industrieartige Textilfertigung in Deutschland. Weil man das so selten sieht, wollte ich es Ihnen halt gerne zeigen, wie sowas aussehen kann, nicht wahr? Also die zugeschnittenen Teile, die kommen also hierher. Das ist zum Beispiel hier, das sind hier so Teile, die hier drunter liegen, das sind so Teile von einer Kapuze, nicht wahr? Die sind auf dem Cutter zusammen zurechtgeschnitten worden. Oder die Sachen, die Irina in der Hand hat, sind auch, also alles, was hier an Teilen ankommt, ist auf dem CNC-Cutter zugeschnitten worden. Und hier müssen die Sachen dann, ja, man denkt immer im Grunde genommen nur noch zusammengetackert werden, aber ganz so einfach ist es halt dann doch nicht, nicht wahr? Ihr wart ja eben in der Näherei auch schon sehr neugierig mit bei. Ach so. Warum seid ihr hier? Aufgefallen.
sind wir hier, sag mal, Friederike. Haben wir es wieder geschafft? Ja. Tja, wir kommen aus Rostock. Spinn- und Webkurs der Volkshochschule Rostock. Und das machen wir seit 13 Jahren und fahren jedes Jahr nach Trend zu Schafschule. Und da haben wir Schäl ja auch mal nicht, wo die jetzt getroffen. Ja. Oder unser Körper aus der gleichen Quelle, ein Teil unseres Materials. Und das ist sehr schön für Anfänger zu bearbeiten. Deswegen wird das bei unserem Kurs auch gerne benutzt. Ja, eigentlich Rauwoller, nicht Grauwoller. Das hat eher Marketing. Dankeschön. Dankeschön. Alright. Ist natürlich schade, dass ihr nicht kommen konntet, aber nun wart ihr ja doch so ein bisschen dabei. Wir haben extra ein Video für euch gemacht von unserem Tag der offenen Tür. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch ein bisschen dafür entschädigt, dass ihr nicht da sein konntet. Falls ihr noch kommen möchtet oder falls euch das besonders einen Appetit gemacht hat zu kommen, dann bieten wir das noch einmal an am 19. November diesen Jahres. Das ist ein Samstag, da könnt ihr auch noch einmal kommen. Genau, also wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, ciao.